geht aber dann doch zu weit. Was geht hier zu weit? Weil ihr dummes Geblitze irritiert den Meister. Welchen Meister? Na, Wolfgang Amadeus Wirsing. Ich bin die Schwiegermutter Cosima Schulze. Ich meine, Sie als Fotografin sollten doch eigentlich wissen, dass so ein genialer Künstler bei seinem schöpferischen Schaffen Konzentration und Inspiration braucht. Ja, man sieht's. Was Sie eigentlich mit dem Ablichten meines Schwiegersohnes? Keinen persönlichen. Ich brauche nur Bilder für den neuen Kurprospekt. Sagen Sie mal, sind Sie nicht die Tochter von dem Fotografen Kuckuck? Ja, ja, ganz richtig. Ja, aber warum macht denn Ihr Vater die Fotos nicht selber? Wäre mir auch lieber gewesen, aber leider hatte der dringend auf dem Fußballplatz zu tun. Na los, schieß doch, Mensch! Flasche! Los, schießen! Schon 84 Minuten gespielt und noch nie ein einziges Tor. Oh. Ihr Nulpen, da ist das Tor! Aber wenn hier das Tor wäre, dann wäre es jetzt ein Tor. Mann, Julius! Appel, reißt euch am Riemen! Wenn das Spiel unentschieden bleibt, steigen wir ab! Kunststück bei Ihren modernen Trainingsmethoden. Kümmern Sie sich doch um Ihre Kalt- und Wasserwellen. Oh. Mensch, Willi, uns kann nur noch ein handfestes Wunder retten. Wunder, Wunder. Ein Moment, ein Wunder. Jawohl. Gib mal ein Foto. Willi, wo willst du hin? Ich möchte wirklich mal wissen, was du 4 Minuten vor Schluss noch fotografieren willst. Zu unsere Siegerehrung, Mensch. Ja, schön wär's. Na, los, los! Ja, hey! Ja! Klaus Dieter! Nun, nimm ihn! Ja! Du hast gesagt! Aber was ist denn drin? Na, wie steht denn das Spiel? 0-0. Und nur noch 4 Minuten. Wieder kein Sieg. Fräulein Kuck! Kuck! Fräulein Kuck! Na, da bin ich noch gar nicht so sicher. Ja! Ja, jetzt sind wir es ab! Hallo, Kuckuck. Was soll der Quatsch? Hinter Ihnen steht einer. Ich brauche von Ihnen ein Foto für die Zeitschrift Die Weltkickers. Was, von mir ein Foto für den berühmten Weltkicker? Ja, ja, ja. Dann machen Sie mal schnell, hier ist gerade im Tor nichts los. Ich brauche eine schöne Pose. Ja, stellen Sie mal da an Pfosten. So, so ist gut. Vielleicht mir das rechte Bein vor, ja? So, und die Mütze vielleicht ein bisschen aus dem Gesicht, das verdeckt Ihr Gesicht. So, wunderbar, genau so. Einen Moment, so stehen bleiben, nicht wahr? Was? Och, jetzt ist der dumme Ball ins Tor gekullert. Warum schreien die denn so? Jetzt haben sie doch noch ein Tor geschossen. Donnerwetter, Schnubbelchen. Du küsst nicht nur gut, du machst... Sie machen ja erstklassige Aufnahmen, Fräulein Kuckuck. Ja, mein Vater ist ja auch ein erstklassiger Lehrmeister, Herr Greenwood. Ja, Ihr Vater ist ein Wunder für mich, wie er eine so schöne Tochter zustande gebracht hat. Weißt du, was wir jetzt machen? Na, jetzt schauen wir uns erstmal in Ruhe die Fotos an, ja? Ja, ja, aber nicht hier. Ich kenne da ein ruhiges Plätzchen im Wald, dritte Kiefer links. Da fahren wir hin. Aber Herr Greenwood... Ach. Herr Kuckuck! Das war das schönste Tor, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja, yes. Der Torwart war ein bisschen töricht, ne? Ja. Wir haben aber auch Glück gehabt, dass der Schiedsrichter das Tor anerkannt und das Spiel nicht abgepfiffen hat. Ja, das wäre ihm auch schlecht bekommen, weil der ist nämlich bei mir Untermieter und mit der Miete 3 Monate im Rückstand. Ja, ja. Sag mal, wie sieht's denn mit den Einnahmen aus heute, was? Ja, nicht so gut, Herr Kuckuck, aber der Mensch freut sich. Ja, wenn wir in der Bundesliga sind, nicht? Da hängen ja noch ein paar Nullen dran, ne? Ach, Willi, was hilft's denn alles? Den Kampf gegen den Abstieg haben wir gewonnen. Jetzt bleiben wir in der A-Liga, aber... Na ja, jetzt verlieren wir wegen lumpiger 15.000 unseren Platz.
Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, aber was machen wir denn dann? Da kann uns ja nur ein Wunder retten. Ja, ein Wunder. Der Schnecke, der wird sich wundern. Der muss ran. Dem schneide ich die Haare. Ja. Also ein Glück hast du, Eugen, das ist ja ungeheuer. Dein Laden, der läuft ja vielleicht wie geschmiert. Ja, sag mal, wie lange schneidest du mir eigentlich schon die Haare? Ja, so 5 Minuten etwa, ne? Ach, ich meine, wie viele Jahre? Ach so, ja, 15 Jahre sind das, ne? Seit wir beide eben befreundet sind. Mhm. Deshalb mache ich mit dir ja auch eine Ausnahme. Normalerweise bediene ich ja nur Damen. Ja. Wie machst du das eigentlich, dass du immer so voll bist? Ich trinke nie im Dienst. Dass dein Salon so voll ist. Ach so, ja. Ja, ich muss sagen, seitdem ich geschieden bin, nicht, kommen ja einige Kundinnen tatsächlich fast täglich. Ne? Schnäckchen. Wenn Sie mich heute nicht persönlich bedienen, gehe ich sofort wieder auf. Aber ich bitte Sie, verehrte Frau Staatsanwaltin, könnte ich dann selbstverständlich bedienen. Kamille 4, ja. Ich bitte das einmal. Sehr lieb. Bitte schön. Eins für Sie reserviert. Bin sofort bei Ihnen, gnädige Frau. Sie könnten. Ja. Schneckchen, Schneckchen, bedient persönlich. Nicht, doch du weißt ganz genau, eine Frau Staatsanwalt ist immer sehr wichtig. Man weiß nie, wie die Gerechtigkeit so spielt. Übrigens, Gerechtigkeit. Du weißt doch, dass ich unserem Verein 30.000 Mark hingeblättert habe. 30.000 Mark, ja. Mhm. Jetzt bist du dran. Womit dran? Na, mit den 15.000 Mark. Warum bist du plötzlich wahnsinnig geworden? Was heißt wahnsinnig? Du hast doch Geld wie Heu, Menschenskind. Wenn du dein gesamtes Geld unter das Kopfkissen tust, dann musst du die ganze Nacht stehen. Also, Willi, entschuldige, aber in Geldsachen verstehe ich keinen Spaß. Ja, und ich mache jetzt ernst. Wenn du die 15.000 Mark nicht bezahlst, ist der Fußballplatz futsch. Ja, und? Du sagst und? Ja. Zahlst du die 15.000 Mark oder nicht? Aber ich denke gar nicht daran. Ich will mich doch nicht für ein Hobby, werde ich mich doch nicht pleite machen. Hobby? Ja. Hobby. Unser erster FC Jungbonn ist kein Hobby. Das ist eine Aufgabe, die man nicht aufgibt. Also sei mir nicht böse, aber in Geldsachen hört bei mir die Freundschaft auf. Ja. Das sagst du mir. Das sage ich dir. Der du mir 15 Jahre lang die Haare schneiden durftest, was? Du bist ein widerlicher Widerling, ein Bäh, so, bist jetzt du. Jetzt sage ich dir etwas. Da ist der Ausgang. Ja, den kenne ich, aber eins kenne ich nicht mehr, dich. Jawohl. Gleich fliegt dir auch noch der Föhn um die Ohren. Mach hier nicht so einen Wind, ja? Raus! Fass raus! Mich an, fass mich nicht an hier! Ah, nein! Das ist ja haarsträubend. An dir ist alles falsch, auch die Haare. Oh, also das vergesse ich dem Kuckuck nie.